Ein wunderbarer Sonnenaufgang in unserer Minecraft-Welt begrüßt euch mit Farewell zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir unser Haus fertig, wir haben den Grundriss angefangen aufzubauen, und so. Ne, auf jeden Fall, wir haben hier schon mal angefangen. Ist noch nichts Großes, aber wir haben schon mal angefangen. Na, also, ich habe noch nicht erwähnt, dass wir hier schon mal angefangen haben. Also, wir haben hier halt schon mal angefangen und, also falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir haben ja auf jeden Fall schon mal angefangen, unser Haus zu bauen. Ja, und in diesem Part werden wir versuchen, das ein bisschen weiterzuführen. So, so, so. Ist wunderbar symmetrisch. Schön, dass es so automatisch gekommen ist. Da hinten brennen ein paar Zombies. Und weil die Aussicht hier so schön ist, werde ich das hier auch nochmal wegzuppeln. Moment. Zack, zack, zack. So, für die Symmetrie muss das hier jetzt leider auch Stein werden. Cobblestone haben wir auch nicht mehr viel. Müssen wir gleich los. Das ist Glas, Mike. So. Sehr schön. So, wir werden nochmal ganz kurz zur Toolbox gehen und ein paar weitere Glasplatten machen. Wirklich praktisches Zeug. Studium Kevin übrigens höchst arrogant, hat reiche Eltern. Und das ist so etwas, ich meine, okay, wenn man reiche Eltern hat, ist es schön. Das freut mich dann auch für denjenigen. Aber man soll dann selbst nicht arrogant werden, weil man hat nichts erreicht. Studiums-Kevin ist dabei allerdings höchst arrogant. Er ist der Meinung halt, dass, warte mal, was heißt er, was war da noch? Also er läuft immer mit seinem iPad rum und ich weiß nicht wirklich, wovon er der Meinung ist, denn ich höre ihm nicht zu. Wenn er den Mund aufmacht, dann schalte ich ab. Eigentlich auch eine gute Möglichkeit, mit dem fertig zu werden. Naja. Also auf jeden Fall, er ist hoch arrogant dabei und, das ist etwas, da kann ich nicht wirklich gut gegen. Also wirklich nicht. So, wir werden jetzt hier erstmal so, zackig, zackig, zackig. Mhm. Ja, ist gut. Aber wir werden die Decke dann auf Höhe 4 machen. Das soll ja ein bisschen schönere Behausung werden als die letzte. So, das ist auf jeden Fall, 3, 4. Mist. So. Also ich mag ja viel Glas und ich mag ein helles Haus. Das spiegelt sich hier jetzt auch wieder. Ich bräuchte ein paar Blumen. Oh, es ist so nervig, dass dieser Sugarcane, ne? Dass der immer abfällt, weil das Wasser hier zufriert. Also echt, da brauchen wir echt einen Hotfix. Geht gar nicht. So. So. So, also durch diese Fackeln können wir halt dem ein bisschen entgegenwirken. Dann sieht zwar nicht mehr ganz so hübsch aus, aber gut, was soll's. So. Bräuchten eigentlich echt mal wieder Cobblestone. Weil noch schwebt das Ganze hier frei rum. Und das sieht irgendwie güffelig aus. Das ist hier jetzt Battlestar Galactica mit meinem Haus. Ja, mein Haus ist ja nicht Battlestar Galactica. Leider nicht, sonst könnte ich diesen Creepern richtig eins aufs Maul bratzen. So mit Laserkanonen. Lasers. Und so. Nee, aber dann brauchen wir wohl gleich wieder Cobblestones. Ist natürlich ärgerlich. Naja, was soll's. Dann gehen wir jetzt mal Cobblestones holen. Habe ich die Mine schon zugebaut? Ja. Hatte ich schon. Naja, gut. Dann. Ah, nee, habe ich noch nicht. Warte, dann gebrauchen wir die nochmal eben kurz. Ja. Hier kann ich dann auch ein bisschen Erde rausholen. Achso, die war hier, genau. So. So, so, so. Und ein bisschen wunderbare, mittelalterlich inspirierte Musik. Ich glaube, dass. Wie gesagt, das unterstützt mein Minecraft-LP immer noch, genauso wie in den letzten beiden Parts. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt, wie schön diese Musik eigentlich passt. Nee, also, ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen. Ich mache das ja hier auch für euch, also ich mache das natürlich für mich. Das ist ein Hobby von mir, na, also würde ich das nicht für mich machen, dann Quatsch. Aber ich möchte es halt auf einer möglichst hohen Qualität machen. Und das ist eigentlich so, was wo ich gerne eine Website haben würde, weil jetzt kommt natürlich oft die Frage, naja, wie heißt das Lied bei da und da? So, und da das ziemlich müßig ist, hier immer so rein zu posten, wie das Lied gerade heißt, würde ich halt gerne die Playlists, einfach nur die Namen und die Quelle, würde ich gerne auf eine Website schreiben, so auf einer Website zusammenfassen. Also farewell.de. Klingt zwar wie eine Selbstmordseite oder eine Seite, wie die dafür da ist, um so Auslandsschüler so, also... Ach. Gott, also ich kann mich echt nicht mehr artikulieren. So, also Austauschjahrschüler so irgendwie eine Plattform zu geben, aber tatsächlich ist es ja dann eine Seite für uns. So, mit Forum wäre ich das ganz schön und vielleicht so Tipps und Tricks, weil ich ja auch oft gefragt werde, hey,
Mike, wie machst du das und das und so und welche Programme nutzt du? Und dann vielleicht auch eine kleine Sektion so von wegen, ja Mike, wie findest du denn mein LP? Bewerte das doch mal. Und dann könnt ihr das ja alle machen. Und dann könnte sich dieserjenige da auch einfach auf dem Forum posten und sagen, ja, hi Leute, ich bin jetzt auch LPer. Und ja, guckt euch einfach mal vorbei, bewertet gerne. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr mich abonnieren, blablub. Also halt ganz harmlos. Und nein, das sollt ihr bitte nicht unter meinen Videos und auch nicht unter meinem Kanal machen, denn das finde ich ein bisschen doof. Irgendwie. Nee, also speziell dafür eine Sektion, das wäre ganz cool. Scheiße, aua. So, dann holen wir uns jetzt nochmal direkt eine zweite Spitzhacke. Unseren Cobblestones. Cobblestones. Zack, zack. So, einmal eine zweite Spitzhacke. Die Hacke ist sehr spitz, die hackt auch sehr spitz. Die guckt Frauen auch immer unter den Rock, so spitz ist die Hacke. Unsere Spitzhacke. So. Dann machen wir einfach mal weiter. Fröhlich. Haben auch nicht mehr so viele Fackeln. Gut, dass wir jetzt hier gerade mal ein bisschen Kohle abbauen. So gezwungenermaßen. Übrigens, ich habe in einem letzten Part erwähnt, dass die Mine leer sei. Ja, nee, natürlich liegt hier noch viel Kohle drin, aber ich brauche ja eigentlich Mineralien. Ne? Also Mineralien braucht ihr auch und Spurenelemente ist ganz wichtig für euren Organismus. Denn zum Beispiel Magnesium unterstützt zum Beispiel die Transkription, ne? Und die Translation auch, das ist ein Kohlfaktor. Ja, ich lerne sehr viel. Ich habe mich auch schon wieder total eingegraben, denn es sind wieder Klausuren. Aber wenn ich mal durchrechne, wenn dieses Video online kommt, sind die Klausuren schon vorbei. Wahrscheinlich entweder bin ich dann sehr, sehr traurig, weil ich dann nichts bestanden habe, oder ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich sehr viel bestanden habe. Ne? Kennt ihr ja von zu Hause. Das kennt ihr vielleicht sogar wirklich, also jetzt mal ohne Witz. So, machen wir hier erstmal den Durchgang frei. Ach, ich finde diese Grotte hier immer noch total geil irgendwie. So, mit diesem Durchbruch da. Wir mussten ja jetzt natürlich den Eingang wegmachen, aber vielleicht können wir ja noch mal irgendwann eine Leiter runterbauen. Ich habe mich ja irgendwann mal durchgegraben. Ach nee, warte, das war woanders. Das war ja eine andere Grotte. So, aber wie viele Cobblestones wir hier schon wieder ausgegraben haben. Ich meine, das hier ist alles künstlich, ne? Total krass. Und dass ihr da auch überhaupt zuguckt, so läuft nichts im Fernsehen oder was? Ist ja unglaublich. So, dann schon wieder auf 7 Minuten, dann können wir gleich unser Haus noch ein bisschen weiterbauen. Und damit wir nicht irgendwie 5 Parts in einem Projekt arbeiten, werde ich dann gleich noch was anderes machen im nächsten Part. Das ist ja dieses Baustellenhopping. Das versuche ich ein bisschen, dieses Baustellenhopping, dass man nicht zu lange auf einer Baustelle sitzt. Dann, ja, ich glaube, dann wird das ein bisschen interessanter, wenn man mal hier ist und mal da ist und vielleicht vergisst man auch mal eine Baustelle und ja, also man hat halt immer was zu tun. Und man muss sich nicht wirklich Gedanken machen über die nächsten Schritte, weil man halt, wenn man 2 Projekte gleichzeitig laufen hat, dann, warte mal, wir können ja dieses... Also das können wir auch direkt mal mitnehmen. Moment, das muss ich direkt mal mitnehmen. Weil das ja unser Wegmaterial ist hier. Kies. So, also man braucht sich halt nicht so wirklich Gedanken machen, so, ah, was mache ich jetzt nächstes, was mache ich jetzt nächstes, sondern gehen einem nachher doch die Ideen aus, was tödlich ist. Und dann man dann einfach nur rumläuft. Nee, nee, so möchte ich das ja nicht machen. Ich möchte, also auf jeden Fall, dass wir immer irgendwas machen und möglichst viel bauen und möglichst wenig Rohstoff. Aber hin und wieder brauchen wir halt Rohstoffe. Was sind denn diese Parts hier? Ist im Beginn mehr als am Ende. Und wenn wir mal halt mal irgendwann richtig was Riesiges bauen, wo wir auch mal dicke, dicke, dicke Klotz Erde ausheben müssen, dann, ja, müssen wir auch erstmal nicht mehr sammeln gehen, weil das dann erstmal hält. Aber ich baue halt so gerne Cobblestones und ist vielleicht auch das Gefährliche daran. Naja. Warte, nee, nicht so, okay, das lassen wir mal offen. So, gehen wir hier durch. Da, da, da und wahrscheinlich ist schon wieder Nacht. Wahrscheinlich werden wir hier gleich hochgesprengt oder so. Doch nicht. Haben wir ein Glück. Gut, ach, das sieht geil aus. Ach, der Baum ist gewachsen. Warte mal. Kommt das weg und das weg. Die Hecke haben wir jetzt nicht mehr. Na, Mist, nein. Aber dann kann ich doch... Das ist eine coole... Warte mal. Das mache ich sofort. Das ist nicht so eine coole Idee. So, komm hoch. Hoch, hoch, hoch. So. Habe ich nicht da drin? Habe ich hier drin, ne? Leaves, genau. Mal gucken, wie eine Hecke aussieht. So, ja, ich werde da irgendwann Druckplatten einbauen, aber jetzt nicht. Ich habe da jetzt keine Lust zu. Warte. So. Hecke. Nicht die Gläser, die brauchen wir noch. Wieder her. Hat was. Lass ich so stehen. Auf jeden Fall. Mal.
So. Und dann kann ich doch da gleich wieder Leaves ernten. Ach, ich bin doof. So. So. Dass dieser Baum nicht so unbedingt bei uns reinragt. Bisschen Kunstschnitt. So. Erinnert mich unbedingt an einen Elefanten. Genau. So gut, aber dieser Part neigt sich jetzt auch schon ganz stark dem Ende. Und jetzt meine Platten. Habe ich die nicht wieder aufgenommen? Liegen die da noch? Ne, die habe ich wieder aufgenommen. Scheiße, wo sind denn die? Da. Oh. Kackdinger, ey. Die sieht man nicht. So. Und die jetzt dann noch einsetzen. Bap. Und das ist doch ein sehr schöner Anfang für unser Haus. So, im nächsten Part werden wir unser Haus ein ganz kleines bisschen weiterbauen. Ein ganz kleines bisschen aber nur. Und werden dann Baumstellenhopping betreiben und uns in andere Gefilde begeben. Also nicht andere Gefilde, aber in andere Baustelle. Also Leute, schön, dass ihr dabei wart. Kommentieren gerne. Und wie gesagt, ich freue mich über alle Kommentare. Es ist super, wenn die Community aktiv ist. Also Leute, bis zum nächsten Part und ciao.